Grüezi miteinander. Es ist toll, hier heute bei Ihnen sein zu dürfen und unser Anliegen mit Ihnen teilen zu können. Unser Anliegen ist es, große, komplexe Projekte erfolgreicher zu machen. Ich danke Herrn Dr. Stürmer für die Einladung und Herrn Peter Fischer, dem Chef vom ISB, Informatiksteuerungsorgan des Bundes. Weiß ich, sind Sie schon hier? Noch nicht, kommt aber sicher noch, für die Vermittlung des Kontaktes, der dann zur Einladung heute geführt hat. Sie fragen sich vielleicht, was hat da ein St. Galler Akademikerin zu erzählen über Projekte, ist da was sehr Praktisches. Ich kann Sie beruhigen und eventuell auch etwas beunruhigen. Ich habe selber viele Jahre große, komplexe Projekte geführt und war auch bei einer ganzen Anzahl Unglücksfällen und Verbrechen dabei, teilweise als Mittäter. Ich kenne also auch die dunkle Seite von großen Projekten gut, dann, wenn es abwärts geht, wenn man merkt, wir können es nicht mehr bremsen, es schlüpft, die Wand kommt näher. Was ich noch vergessen habe, Sie haben sich vielleicht noch gefragt, was machen die beiden Liegestühle da, oder? Und das ist einfach so ein Symbolbild für eigentlich die Situation der Projektbeteiligten nach einem erfolgreichen großen Projekt, oder so sollte es nachher aussehen. Die sind also am Baden, und das wäre das Ziel. Jetzt müssen wir aber zuerst an die Arbeit, das bedeutet für mich St. Gallen, das möchte ich Ihnen gerne kurz zeigen, oder? Also Sie blicken jetzt so mehr oder weniger vom Bodensee her, hier nach St. Gallen, hinten Sentis Massiv. Als Ostschweizer weiß ich, hat sicher viele Berner Vertreter hier, dass wir uns mit dem Berner Oberland da nicht ganz messen können, aber ist halt unser Sentis, oder? Darum zeigen wir ihn gerne. Dann sehen Sie unten vor den Voralpen die Stadt St. Gallen. Etwa da ist der Bahnhof, hier oben ist der Campus der Universität. Noch ein bisschen weiter hinten wäre dann der Executive Campus, wo Weiterbildungen stattfinden, waren einige von Ihnen vielleicht auch schon. Aus Ihrer Sichtrichtung dann nach links geht es nach Bern, oder? Und also Richtung Westen und nach rechts nach Österreich. Also das ist etwa die Lage von St. Gallen. Nun, ich habe das Folgende für Sie vorbereitet. Das Erste, wir müssen uns ein paar Dinge anschauen, also Dinge, über die wir seit jeher, seit immer nicht hinausgekommen sind, so eine Art ewige Wahrheiten, einfach etwas, was immer da war. Ich habe gelernt auf Berndeutsch, es heißt, glaube ich, Gang wie Gang, das geht einfach nicht weg. Und dann nachher schauen wir uns an, vor dem Hintergrund, eine Untersuchung, die wir gemacht haben von 15 Projekten, die große Probleme hatten in der Bundesverwaltung, was man daraus lernen kann. Dann wollen wir schauen, was man sonst noch für Schlüsse aus großen Projekten, die man analysiert hat, ziehen kann. Dann zeigen wir Ihnen eine Methode, wie man Knackpunkte finden kann in großen, komplexen Projekten, bevor sie zu Problemen werden, und dann gibt es noch einen kleinen Wrap-up und ich hoffe, wir haben dann noch Zeit für ein paar Fragen. Ich hoffe, Sie sind mit dem Ablauf einverstanden, weil ich könnte jetzt ad hoc nur noch schwer gerade anpassen, aber auf dringenden Wunsch hin würde ich es natürlich machen, aber scheint so zu gehen. Also, was ist immer da oder war immer da? Das Geld oder das Problem mit dem Geld. Und die Beispiele sind ja je lustiger, desto weiter sie weg sind, und darum habe ich mal mit Schottland begonnen, oder? Neubau des Parlamentsgebäudes in Schottland, prominenter Fall. Man hat 1997 dem Contractor einen Vertrag gegeben für 40 Millionen Pfund, die Schlussabrechnung 2004 ein bisschen mehr geworden. Natürlich hat der Contractor nicht das Haus hingestellt für das Elffache, das bestellt worden ist, oder 1997, sondern es sind angeblich etwa dreimal mehr Büroräume geworden, doppelt so viele Sitzungszimmer, die waren um 50% größer als am Anfang geplant, und es hat ein bisschen mehr Kronleuchter und Goldverzierung drin gehabt. Das ist ein typischer Fall. Zweites Beispiel, hat eine Forschergruppe rund um Schliffberg, können Sie vielleicht mal nachschauen auf dem Web, der hat ganz tolle Sachen gemacht,
hat eine Langzeitstudie gemacht über Bahnprojekte, oder? Man sieht, dass Bahnprojekte international etwa so abgelaufen sind, dass am Schluss man das Passagieraufkommen um etwa 100% überschätzt hat. Und dafür sind die Kosten um die Hälfte gewachsen. Der Zug, in dem ich heute Morgen war, von Zürich nach Bern, ist, glaube ich, nicht in die Kategorie gefallen da. Aber allgemein scheint das so gewesen zu sein. Noch ein Beispiel, für mich ein schlagendes, weil es eben persönlich ist. Man sieht, Projekte geben nicht nur in Organisationen Probleme, sondern auch in Familien und für Einzelpersonen. American Homeowners Association hat untersucht, was haben Eigentümer, die selber im Haus wohnen, wenn die eine Küche renovieren, mit was für einem Betrag haben die gerechnet, also budgetiert, und was haben sie am Schluss gezahlt, oder? Etwa $20,000 hat man sich vorgestellt und etwa $40,000 hat man dann gezahlt. Wenn Sie das genauer anschauen, ist natürlich auch meistens nicht dieselbe Küche dann am Schluss dort gestanden, die man am Anfang sich vorgestellt hat. Also das sind typische Beispiele, noch sehr angenehm weit weg von Bern, aber wir kommen dann schon noch ein bisschen näher hin, oder? Eine weitere Sache, die uns seit jeher, seit immer beschäftigt hat, sind IT-Projekte, die große Probleme gemacht haben. Hier sehen Sie das Bookcover des Jahrbuchs der North American Data Processing Association von 1960, 55 Jahre alt. Die Jahreskonferenz damals in Toronto, Kanada stattfindend, hat sich dem, übrigens für die, die nicht mehr ganz so oder irgendwie ein bisschen jünger sind, das ist ein Lochstreifen hier, oder, und das ist eine Lochkarte, die damals modernsten Kommunikationsmittel. Also das Buch und die Konferenz damals waren dem Problem Failures of Large Projects gewidmet, oder? Verrückt, oder? Und da hat es Beispiele drin. Ein Reifenhersteller will ein großes Distributionszentrum bauen, mit Lochkartenmaschinen gesteuert. Riesenfiasko. Wenn Sie die Systeme, die Namen, die Brands ersetzen durch Modernes, dann können Sie so einen Bericht nehmen, jemand geben, der würde glauben, das wäre ein aktuelles Projekt. Hat sich offenbar nicht so viel geändert. Einer der Gründe mag sein, dass wir uns sehr schwer damit tun, halt Misserfolge darzustellen und zu untersuchen, oder? Ich weiß nicht, wer von uns, ich inklusive, Freude daran hätte, von Dr. Stürmer an einer Konferenz eingeladen zu werden, und sagen Sie, Herr Rohner, Sie hatten doch so einen Mega-Flop, oder? Waren doch da im Steuerungsausschuss, möchten Sie mal ein Referat halten, was Sie da alles falsch gemacht haben, was da voll in die Hose gegangen ist, wie Sie versagt haben, genau, damit andere davon lernen können. Das ist halt schwierig, oder? Und darum ist das häufig verschlossen für uns. Und natürlich in kommerziellen Umfeldern wird das auch nicht kommuniziert, oder? Die Quartalskonferenz des Verwaltungsrates per Telefon für Analysten und Investoren, in denen ein Verwaltungsrat sagt, übrigens, meine Damen und Herren, wir teilen Ihnen noch mit, dass unser Projekt Logistik 5000 voll, Entschuldigung, auf die Schnauze gefallen ist, die 100 Millionen sind weg, werden wir über die nächsten 3 Jahre abschreiben, die hat noch nicht stattgefunden. Man sagt dann, ja, wir haben erste Erfolge und irgendwann verschwindet das dann leise. Hä? In der öffentlichen Verwaltung ist es ja weniger einfach, ein bisschen mehr Transparenz herrscht da, oder? Da kommen die Dinge halt dann zwangsläufig an die Oberfläche und da gibt es ja auch einen Haufen Beispiele. Ich habe absichtlich jetzt die aus dem Ausland genommen, die größere Zahlen haben als unsere schlimmsten, damit unser Gefühl nicht ganz so schlecht ist. Aber man muss es relativieren, oder? Also beispielsweise dieses MyCalPay, das ist das Auszahlungsmodul für Pensionen, für pensionierte Lehrer im Staat Kalifornien. Und das ist doch noch, also ist nur ein Modul gewesen. Das ist alles natürlich dann auch zu relativieren. Nun, es gibt halt viele Dinge, eben die sind immer da. Eine ist beschrieben worden von Kahneman, großer Forscher, Betriebswirtschafter, Volkswirtschafter, überhaupt Sozialwissenschaftler, Spieltheoretiker, Nobelpreis. Träger, der hat sich auch stark beschäftigt mit Projekten, vor vielen Jahren allerdings schon. Und das ist noch interessant, haben Sie vielleicht auch schon gesehen in der persönlichen Erfahrung, oder? Das ist so, man hat eine Schwäche für etwas oder für jemand. Man kann auch eine Schwäche für ein Projekt haben. Und das ist eine schöne Beschreibung, oder? Wenn das mal so ist, das ist dann eine emotionale Schwäche, keine kognitive, einer Führungskraft. Und das gibt Schwierigkeiten, kommt immer wieder. So viele Schwierigkeiten säumen den Weg von großen Projekten, die kennen Sie sicher auch, oder? Der endlose Optimismus zu Beginn des Projektes, oder wir glauben also zu Beginn des Projektes, habe ich auch schon gehört, habe ich gesagt, war auch bei ein paar Verbrechen dabei, wir haben geglaubt,
In den nächsten 9 Monaten geht dieses Kamel durch diese 7 Nadelöhre, weil dieses Mal klappt es. Jetzt haben wir alles vorbereitet, diesmal wird es klappen. Natürlich hat es nicht geklappt, oder? Weil es klappt nie. Ich habe aber gerade wieder vor 2 Wochen einen Plan gesehen von einem ganz großen Projekt, wo man sagen kann, ja okay, wenn wirklich alles gut geht und noch ein bisschen besser, dann klappt vielleicht die Hälfte. Aber der Verwaltungsrat hat das Geld trotzdem bewilligt. Und Sie kennen das, oder? Ist halt so. Wenn man es realistisch anschaut, hat man ganz andere Pläne. Warum man die nicht sehen will, gibt es auch Gründe dafür, kommen wir noch drauf, oder? Häufig haben wir keine Ahnung davon, was uns erwarten wird, wenn wir was lancieren, oder? Also ich war dabei, beispielsweise so ein kleines Applikation für den Außendienst, so eine App oder fürs Spielzeug, da kann man so ein bisschen den Auftragsdienst und so von den Kunden anschauen, hat ganz klein angefangen, hat gemacht, eine riesen Explosion, wir sind überfahren worden von den Anforderungen, da hat man alles Mögliche reinprojiziert und das ist ein Fall, den Sie wahrscheinlich auch kennen. Ich glaube, das Wort eskalieren hier ist angemessen, oder? Dann ist es natürlich so, oder? Ich war auch mal GU in einem früheren Leben und dann haben wir Offerten geschrieben, oder? Und das geht ja so, mit der rechten Hand schreiben wir die Offerte, weil wir möchten ja gern den Auftrag, oder? Und das hat damit zu tun, wie tief die Zahl am Schluss ist, oder? Und mit der linken Hand schreiben wir alles auf, wo wir wissen, ah, da lassen wir dann das Messer noch rein und da und da und da und dann kommen wir am Schluss doch zu unserem Ganzen, oder? Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und das, was hier steht, ist so, Lieferanten wissen das, wo das Geld zu holen ist. Oder darum ist es häufig lustig, ich habe gerade in einem Assessment vor den Ferien, habe das alles geblendet, gehört, ja, das macht uns dann der GU, oder diese Schwierigkeiten. Dann habe ich gesagt, ja genau, das macht Ihnen dann der GU, oder also, er macht das dann mit beiden Händen. Natürlich ist es so, dass Fehlplanungen, Fehleinschätzungen am Anfang nicht immer, ich habe dem mal gesagt, unschuldige Hintergründe haben, oder? Sind Sie sicher auch schon dabei gewesen? Man weiß, ja, wahrscheinlich, wenn wir sagen, über 4 Millionen, dann killt der es, oder? Also sagen wir mal 3,8, und dann geht es rein, oder? Und dann kann er dann nicht mehr zurück, oder? Die Chefin kann dann nicht mehr nachher sagen, oh, weil dann sind ja die 4 Millionen schon raus und dann wird es dann schon gehen, oder? Das ist auch etwas, das nie weggeht. Sie schauen alle so unschuldig, so unbeteiligt, haben Sie noch nie. Okay, ja, das ist schön mit Ihnen, mache gerne weiter. Dann ist noch ein Effekt, oder? Im Nachhinein ist man schlauer. Das ist ja immer so, oder? Aber es gibt unterschiedliche Fälle, oder? Der eine Fall ist, wenn man als Führungskraft, Entscheidungsträger einfach Glück gehabt hat, oder? Man ist riesig, es ist alles gut gegangen, das Kamel ist durchs Nadelöhr und dann ist man nachher der Star, oder? Wow. Der hat es geschafft. Natürlich glaubt man, das sei, weil man hat da irgendwie großen Weitblick, große Führungskraft. Vielleicht hat man einfach Schwein gehabt, oder? Häufig. Aber man muss selten Rechenschaft abgeben, wenn man große Risiken eingegangen ist und es hat geklappt, oder? Umgekehrt ist es bei den Glücklosen, oder? Die sind dann im Unglück, die kommen dann an die Kasse. Und natürlich, wenn in derselben Organisation schon ein paar Leute ein bisschen an die Kasse gekommen sind, dann gibt das ein Verhaltensmuster. Und darum ist die ganze Sache mit all diesen Checks und Kontrollen und Vorher und Nachher und Rechenschaft und so weiter natürlich ein zweischneidiges Schwert, oder? Weil, wenn Sie das wissen, dann neigen Sie als Führungskraft dazu, Risiken zu vermeiden, was vielleicht nicht immer gut ist, oder für das Projekt und für die Organisation. Und sie neigen vielleicht auch dazu, bürokratische Dinge aufzubauen, die ihnen dann helfen, sich im Nachhinein zu begründen. Alle Projekte, die wir angeschaut haben, nicht nur die von BUM, viele andere auch, die große Probleme hatten, da finden Sie lastwagenweise Dokumente über das Risikomanagement, Risikocontrolling, Steuerungsausschuss, Protokolle und so weiter, alles comme-il-faut. Aber hat alles nichts genützt, aber man ist formell raus. Das ist auch was nicht weggeht. Und ebenfalls noch in die Kategorie, seit jeher ein Problem ist das, oder dem guten Geld, dem schlechten Geld, Entschuldigung, Gutes noch nachwerfen. Da hat auch Kahnemann eine lustige Übung gemacht mit Leuten. Können Sie mal vielleicht nachlesen. Also die Situation ist die, Sie haben schon 50 Millionen raus, oder? Aber das ist, und das wäre eigentlich jetzt fertiges Projekt nach Geld und Zeit, aber die Funktionalität ist noch lange nicht da. Jetzt braucht man nochmal 60, um das zu erreichen. Aber es gäbe auch die Möglichkeit abzubrechen, ein neues Projekt zu machen, das eigentlich besser und cooler wäre. Vielleicht für was anderes, aber mehr Nutzen. Und jetzt können Sie selber überlegen,
welche Lösung wird bevorzugt von den Leuten im Projekt und welche Lösung wird bevorzugt von den Leuten außerhalb vom Projekt. Und wenn die Leute, die im Projekt sind, weit oben genug sind, Auftraggebersteuerungsausschuss, dann wird weiter gebuttert in der Regel, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. So. Also das müssen wir immer ein bisschen im Kopf haben. Also es gibt einfach generelle, fundamentale Schwierigkeiten für Projekte, die liegen einfach in uns, oder? Wie wir halt sind, wie wir uns verhalten, wie Leute funktionieren, wie Unternehmen funktionieren. Im Bewusstsein von dem haben wir 15 Projekte angeschaut in der Bundesverwaltung, Sie wurden ursprünglich als gescheitert bezeichnet. Wir haben die Definition nachher geändert zu in große Schwierigkeiten geraten. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits war gescheitert wirklich nicht fair für alle diese 15 Projekte. Und andererseits ist es ein bisschen schwierig. Oder wenn Sie zu mir kommen und sagen, Herr Horn, ich würde gerne mit Ihnen über Ihr gescheitertes Projekt sprechen, dann bin ich nicht so auskunftsfreudig. Und wir haben den Leuten auch gesagt, das ist alles anonym, es wird in dem Bericht nichts kommen, Übernahmen, kein Fingerpointing und so weiter. Der Hintergrund waren zwei Postulate gleichlautend, National Ständerat hatten Sie vielleicht damals gesehen, EDER und Liberale Fraktion. Und wir haben das zusammen mit dem Informatiksteuerungsorgan des Bundes gemacht. Auftraggeber war Peter Fischer, Projektleiter Daniel Keller auf der Seite ISB. Und das war der Auftrag, also herausfinden, warum gibt es Probleme und aufschreiben, was kann man machen, damit diese Probleme, mindestens diese Probleme, nicht wiederkommen in dieser Form. Natürlich gibt es dann neue, die auftauchen. Wir haben als erstes mal gesagt, was ist eigentlich ein erfolgreiches Projekt? Ist ja relativ simpel, oder? Ab und zu muss man es wieder sagen, oder? Ein erfolgreiches Projekt ist, wenn Sie eine bestellte Funktionalität, also die Küche, die Sie sich vorgestellt haben, für das Geld, das Sie vereinbart haben mit dem Küchenbauer, auf den Termin hin oder im Zeitraum, den Sie mit dem Küchenbauer verabredet haben, bekommen. Dann war das erfolgreich. Wir haben die Definition noch ein bisschen erweitert, um den Aspekt Nutzen, weil wir es mit IT-Projekten zu tun haben, oder bei einer Küche ist der Nutzen irgendwie, der ist automatisch implizit da. Bei IT-Projekten ist es häufig so, Sie haben eine Applikation, oder? Also Sie sagen jetzt, schau, du kannst jetzt mit dem arbeiten. Da müssen Sie auch noch dafür sorgen, dass die Leute wirklich wissen, wie und das wollen und das reingeht und so weiter. Und darum ist dieser Nutzenaspekt für uns dann noch sehr wichtig gewesen. Also ist das Projekt nur dann erfolgreich, wenn die drei Dinge sind, die ich gesagt habe, und dafür gesorgt wurde vom Projekt, dass das Ding, das Resultat hinten auch ins Leben dann reinkommt. Jetzt der Erfolg von Projekten, der ist eigentlich von zwei Dimensionen abhängig. Das eine, dem haben wir dann in der Untersuchung Managementkomponenten gesagt. Das ist all das, was in der Macht des Projektes steht, also in der Macht des Auftraggebers, der Chefin vom Projektsteuerungsausschuss, der Projektleiterin, der Teilprojektleiter und so weiter, was in deren Macht steht. Und dann haben wir noch die zweite Dimension, das sind die Rahmenbedingungen. Die sind da, die sind gegeben, können Sie nicht ändern oder nicht genügend rasch fürs Projekt, oder? Das sind die beiden Dimensionen. Was ist da drin, mal so grosso modo? Da sind die Felder drin und hinter diesen Feldern stecken Fragen, oder? Also jetzt oben mal bei den Managementkomponenten. Hatten Fragenfeld Ziele des Vorhabens. Da stecken Fragen dahinter, wie ist eigentlich die Absicht klar der Auftraggeberin? Wissen wir eigentlich, warum die Auftraggeberin das will? Was will die erreichen? Was will die? Warum will die eine Plattform für irgendetwas? Oder? Warum will die eine App für? Warum will die ein neues Rechenzentrum? Warum? Und sind Ziele daraus abgeleitet? Wäre eine nächste Frage. Sind die Ziele operationalisiert? Sind die abhackbar, abtickbar, messbar? Kann man sagen, erfüllt, nicht erfüllt und so weiter. Das zweite ist der Business Case. Übrigens, diese Pfeildarstellung heißt natürlich nicht, es ist ein Projektablauf, sondern heißt, es ist eine Art logische Abhängigkeit, oder? Also ohne Klarheit des Ziels kein Business Case, ohne Business Case keine Projektsteuerung, weil man gar nicht weiß, wer da drin sein soll und so weiter. Also nicht Ablauf, sondern logische Abhängigkeit. Business Case, weiß man, wer überhaupt was bekommt und wer was reinstecken muss? Ist das klar? Ist das vereinbart? Projektsteuerung, hat die Projektsteuerung einen Auftrag? Wissen die Leute, was sie tun müssen? Oder große Chefs, große Chefinnen sind vielleicht alle 5 Jahre mal in einem Steuerungsausschuss, oder? Die wissen gar nicht, was tun, weil das ist nicht gura normal für die.
Aber weil sie große Chefinnen sind, können sie auch nicht fragen, oh, jetzt, was muss ich hier machen, oder? Weil die müssen da die Fassung bewahren und so weiter. Das ist eine schwierige Sache. Und solche Frage hat es da drin, oder? Projektleitung. Ist die Projektleitung gut aufgestellt? Das haben wir jemand, der das kann und Erfahrung hat und so weiter. Ist da gut organisiert? Die Projektmethode, passt die und so weiter? Dann das Business, also jetzt bei IT-Projekten, oder? Das Geschäft, die Stammorganisation, wie arbeitet die mit? Die IT, die technischen Dinge, Beschaffung, da sage ich lieber nichts da bei Ihnen darüber. Wie funktioniert das? Der Verbesserungsprozess, wie ist sichergestellt, dass was in der Phase 2 nicht geklappt hat? Man hat gesagt, vom Business habt ihr 3 Leute, je 70% wegen der Buchhaltung und dann ist keiner da oder keine Zeit, Tagesgeschäft, bibabub. Wie stellen wir sicher, dass das dann in der Phase 3 nicht wieder so ist? Oder? Also wie geht die kontinuierliche Verbesserung? Was wir dann als erstes gemacht haben, ist, wir haben die Projekte genommen. Sie sehen jetzt in den Spalten die 15 Projekte und in den Zeilen da diese Management-Komponenten. Und wir sind dann hingegangen und haben das gemessen, ziemlich ordentlich. Ich zeige Ihnen nachher das Verfahren noch. Also nicht einfach gesagt, ja, das ist wahrscheinlich geil. Da haben wir gemessen, kann man fast sagen, gemessen. Und jetzt sehen Sie das von links nach rechts sortiert in der Güte der Summe der Projekte. Jetzt noch ein bisschen gegliedert. Also das heißt, offenbar etwa 1/3 der Projekte ist sehr gut gemanagt, sehen Sie, viel grün. Etwa 1/3 hat schon ein bisschen viel Schatten, oder? Und bei 1/3 muss man sich fragen, soll man den Leuten so viel Geld geben, wenn die das so machen. Aber ich hätte gedrittelt. Jetzt, was ist das Erstaunliche, wenn Sie diese Grafik oder diese Darstellung anschauen? Was ist da eigentlich daran? Erstaunt Sie etwas? Finden Sie das komisch oder normal? Oder? Was ist lustig an dem? Also lustig eigentlich nicht, aber bemerkenswert. Wir reden von gescheiterten Projekten. Gescheitert, fertig, abgebrochen, abgeschrieben, Code weggeworfen, Projekt im Aufgelöst, Pläne in der Tonne. Was ist seltsam? Ja. Das Grüne, genau, das ist gut. Also offenbar können auch gut gemanagte Projekte in die Wand laufen, oder? Und das hat mit den unteren Dingen zu tun, mit den Kontextfaktoren, die Rahmenbedingungen, oder, wo es einfach Probleme gibt. Da haben wir auch Felder mit Fragen drin. Oder? Das beginnt mit dem Terrain. Terrain heißt, da haben wir Fragen drin, ja, ist das etwas ganz Neues? Oder? Also fliegen Sie auf dem Mars, wäre relativ neu, oder ist das etwas Normales? Oder? Also ich sage irgendwie natürlich, ich habe in meinem früheren Leben so SAP-Konsolidierungsprojekte geführt. Das ist kompliziert, wenn Sie das für einen international tätigen Konzern machen. Aber das haben wir schon 10-mal gemacht gehabt, oder? Und beim 11. Mal ist es immer noch kompliziert, vielleicht sogar komplex und groß. Aber nicht mehr, hat man keine Angst mehr davor, oder? Da ist der Unterschied. Also was für ein Terrain ist da? Dynamik, das ist die Frage, wie schnell ändert sich die Organisation rundherum? Also werden gerade 2 Organisationseinheiten fusioniert und eine bekommt gerade eine neue Software oder beide oder irgendwie sowas. Oder die Technik ändert sehr schnell, man macht etwas mit mobil und hat 3 Jahre dran und wenn das rauskommt, sagen die Leute, ja, weißt du, da habe ich ja zu Hause was Besseres. Also die Fragen sind da drin. Dann die Systemlandschaft, also wie viele Lieferanten von für Sie relevanten Informationen haben Sie und von denen Sie abhängig sind und wie viele müssen Sie zuliefern? Ist das ganz simpel, Sie sind für sich allein, einfach ein eigenes System, das irgendwie eine Kläranlage steuert. Oder sind Sie die Steuerverwaltung mit x Kantonen und x Ebenen und ich weiß nicht was, was hinten vorne ist, oder? Organisationslandschaft ist, da ist die Frage ein bisschen, Diener, wie vieler Herren ist Ihr Projekt, oder? Ist es ein Bundesamt oder 2 oder irgendwie departementsübergreifend oder noch mit Kantonen oder noch mit Ausland oder noch irgendwie, ich weiß nicht, was noch schlimmer ist, aber einfach, wie kompliziert ist das für Sie? He? Und dann haben wir 2, die sind so grün hinterlegt, das sind so ein bisschen eher kulturelle, allgemeingültige, eigentlich typischerweise haben wir herausgefunden, nicht auf das projektbezogene Komponent. Das eine, dem sagen wir generelle Verbindlichkeit, da haben wir Fragen drin, beispielsweise wie kommen Entschlüsse, die im Projekt gefasst werden, ins Tagesgeschäft rein, in die Stammorganisation? Also wenn wir 3 Varianten haben, rot, gelb, blau, oder, und dann diskutiert man im Steuerungsausschuss monatelang, irgendwann sagt man blau, wir machen es blau, ist dann so, dass dann wieder eine Organisationseinheit sagen kann, ah, pff, blau kommt für uns gar nicht in Frage, dann sind wir raus, oder wir machen was Eigenes, oder was anderes, oder irgendwie, oder kann das Projekt das Zeug rüberbringen. Und letzter Punkt rechts unten noch generelle Handlungsfähigkeit, da ist die Frage drin, eigentlich ein bisschen das Umgekehrte. Hä? Wie groß ist die Handlungsfreiheit des Projektes in der Organisation drin?
Wir haben dasselbe gemacht, in den Spalten die Projekte, in den Zeilen die Komponenten, wieder eine Beurteilung vorgenommen und man hat etwa folgendes Bild gesehen. Also diese so ein bisschen kulturellen Sachen, die sind fast immer ein Problem gewesen. Übrigens kein wesentlich anderes Bild als in großen Unternehmen, die wir untersucht haben. Und oben ist es unterschiedlich. Ich blende nochmal die einzelnen Projekte jetzt hier ein. Also so eine Ellipse heißt einfach beispielsweise hier, dieses Projekt hat die beiden Probleme gehabt, oder? Das, nur das hier. Und also dieses hier, die beiden, aber die hat es immer auch, oder? Und das hat dieses Problem, das dieses Problem. Und jetzt, wenn Sie mal schnell versuchen, ich blende jetzt das wieder so ein, dass wir auch noch die Management-Komponenten sehen. Sie erinnern sich, links grün, in der Mitte gelb, rechts rot, oder? Also ist nur dasselbe, einfach nochmal anders eingegliedert, oder? Kombiniert, wenn sich die Kreisel merken. Und jetzt sehen Sie das Folgende, wir haben offenbar eine Gruppe gescheiterte Projekte, die sind gut gemanagt und die hatten Probleme mit Terrain und Dynamik, also Neuheitsgrad und wie schnell ändern sich die Dinge. Das haben wir, natürlich ist das ja keine quantitative Untersuchung, aber wir haben mal gesagt, offenbar scheitern auch gut gemanagte Projekte an diesen Rahmenbedingungen. Ziele zu weit gesetzt, Scope zu groß, Dynamik irgendwie zu hohes Tempo, zu viele Dinge, die sich gleichzeitig bewegen. Dann haben wir eine Gruppe, die haben wir mal zusammengefasst, rechts unten, denen haben wir gesagt, die müssen es noch besser können, oder? Schon gesagt. Und interessant war noch das hier für uns ein bisschen als Bestätigung, gut gemanagte Projekte sind nicht an den Problemen gescheitert, an denen weniger gut gemanagte gescheitert sind. Nämlich Lösungskomplexität, organisatorische Komplexität, mit dem können die offenbar umgehen. Die haben halt kleiner geschnitten, kleiner angefangen, und so weiter. Das war die zweite Kategorie. Und dann haben wir eigentlich drei Problemkategorien, die kulturellen Probleme, die Probleme mit Projekten, die man so gar nicht hätte laufen lassen sollen, die hätte man gar nicht vom Stapel lassen sollen, die links oben, das sind nämlich Mission Impossible Projekte offenbar, also auch gute Leute haben das nicht gekonnt, heißt auch, man hat da oben eigentlich Leute verbrannt, kaputt gemacht, oder? Ich kenne ein paar jetzt ja von denen persönlich, die sind, ich sage jetzt mal, gedemütigt, oder? Gute Leute, und bei denen steht jetzt hier auf der Stirn eine Projektleiter XY, und wenn der in die Cafeteria geht und sagt, ja, du, ja, das stimmt, gell. Und das ist nicht lustig, oder? Und die Kategorie eben 3, wo man sagen muss, da müsst ihr einfach besser werden. Das hat dann zu diesen drei Empfehlungen für den Bundesrat geführt, haben Sie vielleicht gesehen, die dann angenommen worden sind. Fundament. Empfehlungen ein paar, das ist unten, oder? Triage, das ist das links oben bei den Grünen, die trotzdem gescheitert sind. Und dann das Können, das ist rechts unten, muss nicht im Detail darauf eingehen. Sie können das nachlesen, wenn Sie noch wollen. Jetzt noch ein paar Schlüsselerkenntnisse, oder? Es geht eigentlich immer um Leadership. Ja, immer. Das sieht man in dem 15-Projekt, in vielen anderen Untersuchungen auch, die in großen, komplexen Projekten, nicht vielleicht kleiner, da gibt es auch häufig Probleme mit Methode und Projektführung und so, aber hier typischerweise ist es ein Leadership-Problem, oder? Und das ist da oben zu Hause, bei der Auftraggeberin, man darf auch bei negativen Sachen ja mal die weibliche Form nehmen, bei der Auftraggeberin und bei Steuerungsausschussmitgliederinnen, natürlich bei den männlichen auch, also da ist das Problem verortet, typischerweise. Und was kann denn der Steuerungsausschuss machen? Also dieses eine Organ, das ganz wichtig ist fürs Leadership. Der muss dafür sorgen, dass die Absichten klar sind, die Ziele klar sind, die Dinge messbar sind, ist das Erste. Das Zweite, der muss dafür sorgen, dass die Fähigkeiten, die man braucht, oder wenn man etwas Neues, Innovatives macht, dass die auch da sind, oder? Dass die Ressourcen da sind, die guten Leute da sind. Der Steuerungsausschuss muss wichtige Implementierungsvoraussetzungen schaffen. Also Passage obligés, Dinge, die Sie haben müssen. Das Fundament muss da sein, die Immobilie muss da sein, irgendwelche Verbindungen müssen da sein, Ressourcen müssen da sein, Straßen müssen da sein, irgendwelche Dinge, ohne die Ihr Projekt nicht funktionieren kann. Der Steuerungsausschuss ist das Unterstützungsorgan des Auftraggebers, damit das Projekt gut tut, oder? Und nicht ein Organ, das die Projektleiterin grillieren soll, alle zwei Monate irgendwie in einem Ausschussmeeting, sondern Unterstützungsorgan. Der Steuerungsausschuss ist das Organ, das die Anforderungen unter Kontrolle halten muss, ganz am Anfang. Das Zeug klein halten muss und währenddem man dann in der Realisierung ist, alle Veränderungen, die nicht absolut notwendig sind, ablehnen, abknicken, abschmettern muss.
Das ist eine der ersten Verantwortungen. Dann natürlich soll der Steuerungsausschuss dafür schauen, dass die Finanzierung und Beschaffung, von dem verstehen Sie viel mehr als ich, fachlich in Projekte integriert sind. Oder? Wenn Sie schauen, Projekte, die gut gelaufen sind in dieser Hinsicht, da hat man auf dem richtigen Niveau Leute von der Beschaffung und von den Finanzen gerade direkt im Projektteam oder in der Steuerung gehabt. Oder? Und nicht so, oh, da haben wir immer Angst davor, die lassen wir lieber außen. Oder? Das ist auch etwas ganz Wichtiges und für das ist der Steuerungsausschuss zuständig. Der Steuerungsausschuss muss Vorsprung haben, oder? Das funktioniert meistens, oder? Das ist das normale Projektding. Was häufig nicht funktioniert, ist nachher den Nutzen abholen, oder? Man lässt die Champagnerkorken knallen, das Projektteam läuft auseinander, aber die eigentliche Einführung, oder? Die ist ja matchentscheidend. Und damit der Nutzen abgeholt wird, da muss der Steuerungsausschuss dafür sorgen, dass das Geschäft präpariert ist, dass alle Maßnahmen getroffen worden sind, damit das Erfolg haben kann, die IT-Lösung in den Leuten drin, in der Organisation drin. Und da ist ein Blitz für den Steuerungsausschuss. Das funktioniert euch nur, wenn das früh genug alles aufgegleist ist. Also die Übung des Steuerungsausschusses, die findet viel vorher statt, die wichtige, oder? Also schon beim Aufgleisen des Projektes. Und das Wichtigste des Steuerungsausschusses ist das Finden, oder? Also Herr Dr. Stürmer hält mir jetzt gerade eine Uhr hin mit der Zeit. Das kann gar nicht sein. Sie haben sicher da zum falschen Zeitpunkt nicht stark gedrückt. Nein. Also wichtig ist das zu finden, oder? Die richtigen Projekte. Und die unrichtigen, denken Sie an links oben, grün, nicht zu machen. Oder? Das ist das Wichtigste. Dann natürlich unten hat der Steuerungsausschuss auch noch ganz wichtige Aufgaben, oder? Das Zeug klein halten, keine unmöglichen Sachen loslassen. Projektorganisation und Stammorganisation für Augenhöhe sorgen, oder? Sonst gehen die Entscheide nicht durch. Bei Dingen, die die Organisationsgrenzen überschreiten, für klare Verhältnisse sorgen, wenn man Diener mehrer Herren ist, oder im Projekt, da muss jemand sagen, im Steuerungsausschuss so, bumm, das gilt. Und dann gibt es natürlich, gilt das, oder? Die Grafik kennen Sie von X zusammenhängen, Qualitätsmanagement, gilt bei Projekten auch. Was Sie vorne versäumen, können Sie hinten nicht mehr richtig aufholen. Und der Steuerungsausschuss muss einfach gut aufgestellt und klar definiert sein. Das sind die wesentlichen Punkte. Das weiß man alles. Man muss es tun. Dann gibt es natürlich noch Dinge, die damit zu tun haben mit dem Portfolio. Oder wenn Sie jemanden fragen, haben Sie ein Portfolio? Ja, ja, klar. Und dann nachher, was bekommen Sie, wenn Sie jemanden fragen, haben Sie ein Projektportfolio? Irgendeine riesen Excel-Tabelle, irgendein Dump aus irgendeinem SAP, das ist kein Portfolio. Portfolio ist Wissen, welche anderen Projekte machen was. Was hat mit uns Zusammenhänge? Auf was müssen wir achten? Was bewegt sich? Oder? Das ist ein Portfolio. Und der Steuerungsausschuss muss schauen, dass sein Projekt ein klares Portfolio, einen klaren Portfolio-Blick hat. Das heißt, man braucht sowas. Man braucht eine Übersicht über alle Projekte, aber jetzt nicht irgendwie ebenso nur mit Zahlen, sondern man muss wissen, welche sind beispielsweise risikobehaftet, welche sind groß, auf welche müssen wir schauen. Der Obersteuerungsausschuss muss natürlich wissen, jetzt hier beispielsweise, hier unten sind die großen, da nimmt die Gefahr zu oder nimmt die Gefahr ab, Entschuldigung, und dann nimmt das Geld ab und die gefährlichen sind hier unten, oder? Und auf die muss man natürlich besser aufpassen. Jetzt, wie findet man Knackpunkte in Projekten? Wir haben gesagt, das sollte man eigentlich messen können, bevor wir aufgelaufen sind, oder? Und dazu haben wir ein Verfahren entwickelt, gemeinsam mit dem ISB, wo man sich Fakten holen kann zum Zustand dieser Felder oder Managementkomponenten und Kontextfaktoren, wo man herausfindet, was muss man denn besser machen, also indem man sieht, was wäre dann eine bessere Stufe. Dass ein Rhythmus bringt für die Kontrolle und dass da links oben schon wirkt, also schon in der Phase Initialisierung nach Hermes eingesetzt werden kann, um dafür zu sorgen, dass eben Dinge, die doom to fail sind, gar nicht vom Stapel gehen. Oder? Und wir haben da ein kleines Verfahren gemacht zusammen mit dem ISB, das hat 5 Schritte. Planung heißt, dieses Projektportfolio durchgehen, schauen, welche sollten wir anschauen, welche sind vielleicht gefährlich. Dann gibt es die Phase Vorbereitung, da schauen wir uns an, wen nehmen wir, um das Projekt anzuschauen. Und das sind typischerweise die Auftraggeberin. Ist also ein Self-Assessment, keine Inquisition, das Verfahren. Das Projektteam schaut das selber an. Auftraggeberin, Chefin des Steuerungsausschusses, Projektleiterin, jemand, der zuständig ist fürs Controlling, jemand, der zuständig ist für Qualität und jemand, der zuständig ist fürs Risiko im Projekt. Die treffen sich dann in der Phase Beurteilung für einen halben Tag. Gehen 60 Fragen durch, müssen die beantworten. Ich zeige gerade, wie das gemacht ist. Man kann nicht
nicht leichterdings ausweichen. Und dann nachher im vierten Schritt holt man Erkenntnisse daraus, ist nochmal ein kurzes Treffen. Das ist relativ rasch durchziehbar, sehen Sie in der Zeitachse unten. Wie funktioniert das? Ist ein Reifegradmodell. Also Sie haben eben 60 Fragen, etwa 40 zu den Managementkomponenten, etwa 20 zu den Kontextfaktoren, also Rahmenbedingungen. Man sagt, man muss sich immer fragen, wo sind wir? Auf welcher Ebene und wo wollen wir hin? Ich mache Ihnen ein Beispiel, sieht man es vielleicht besser. Oder hier ist also die Frage, wie funktioniert die Selektion der Projektbeteiligten? Level 0 wäre, ich sage mal, die nicht schnell genug auf dem Baum sind, die sind im Projektteam. Und Level 1 wäre dann, es gibt Kriterien, aber die gibt es nur informell. Nur wir zwei, die das aussuchen, wissen das. Level 3 gibt es Kriterien, die sind auch formuliert. Level 4 ist, die Leute würden auch tatsächlich so ausgesucht, Level 5 ist, sie stehen auch zur Verfügung und so weiter. Und das muss man beantworten, etwa 60 Mal, man kann nicht ausweichen, es ist so oder ist nicht so. Und man sagt, wie ist es und wie sollte es sein? Und das gibt dann Auswertungen, wo man sieht, soll und ist, warum sind wir hier und sollten eigentlich dort sein. Und das gibt dann die Erkenntnisse und Maßnahmen, die man daraus ziehen kann. Das ist eigentlich ein relativ simples Verfahren. Die einen von Ihnen haben das vielleicht durchlaufen. Das war diese Prüfung im Januar, die vom Bundesrat angeordnet worden war. Natürlich kann man dann über die Zeit schauen, wie entwickelt sich das, wenn man das immer wieder macht. Man kann es vergleichen und so weiter. Und dann bringt man es hin, dass man eben erfolgreiche Projekte hat, Absicht erreicht, Zeit eingehalten, Budget eingehalten und der Nutzen ist da. Die Leute haben Freude und natürlich, oder das ist toll, oder wenn die betroffen, also das ist doch cool. Also wenn man ein Projekt gemacht hat, die Leute haben Freude, also sagen, wow, sieht, wir das haben, können wir so und so arbeiten. Und wenn die Leute stolz sind, aber das Gegenteil in der Cafeteria von vorher, übrigens, ich habe hier einen Zettel, ich war im Projekt XY, gell, dabei und ich war der Projektleiter, oder? Dann ist schön. Und wenn die Leute wieder angefragt werden für nächste Projekte. Die Empfehlungen. Es gibt Kairos im Projekt, das ist der richtige Zeitpunkt, um gerade noch die wesentlichen Entscheidungen zu treffen, oder? Vor diesem Go, also in der Hermeswelt, zwischen Initialisierung und Konzept oder vielleicht nochmal zwischen Konzept und Realisierung, muss der Steuerungsausschuss dafür sorgen, dass es eine vernünftige Prognose gibt. Dass wir also eben nicht im Prinzip Hoffnung da sind. Was kann man machen? Man kann Referenzklassen anschauen, man kann sich eine externe Sicht holen, die muss nicht extern sein, es gibt auch im eigenen Unternehmen meistens genügend gescheite und erfahrene Leute, die das auch anschauen können und Meinung haben. Den Keycheck durchführen, den ich Ihnen gezeigt habe, oder ein sogenanntes Prämorte machen, zeige ich Ihnen gleich noch was, das ist. Und da muss der Auftraggeber oder der Steuerungsausschuss, die müssen die Nerven aufbringen, um zu sagen, nein, no, nein. Und das ist das Schwierigste von allem, wegen dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Ich habe halt eine Schwäche fürs Projekt X. Ich finde es einfach toll. Aber die Nerven muss man irgendwie haben. Noch dieser Prämortem da, was ist das? Das ist eine ganz wahnsinnig wirkungsvolle Sache, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Das funktioniert so. Sie rufen den Steuerungsausschuss zusammen und bevor, eben in einer frühen Phase Initialisierung, und dann sagen Sie, schaut, wir sind jetzt 18 Monate in der Zukunft, also wir sind jetzt im Jahr 2016 am Ende. Das ist, wir haben das Projekt gemäß Plan durchgezogen und wir sind voll auf die Nase gefallen. Ist ein einziges Fiasko geworden, ein Riesendesaster. Nehmt euch 10 Minuten Zeit, um aufzuschreiben, wie sich dieses Desaster entwickelt hat. Ich kann Ihnen garantieren, Sie werden staunen, auf was für Ideen die Leute alle kommen, was alles irgendwie nicht passt oder nicht gehen kann oder wo wir keine realistischen Einschätzungen haben. Lege ich Ihnen wirklich ans Herz, das zu machen, 2-3 Mal üben, nachher geht das gut, lohnt sich extrem, ganz kurze. Gibt ein Buch von Klein 2007, der das gut beschreibt. Dann währenddem muss der Steuerungsausschuss natürlich auch immer wieder sich fragen, sind die Anträge, machen wir alles richtig, Checks wieder durchführen. Und die Nerven haben, wieder das abzubrechen, oder? Wir hatten gerade letztens in einer großen Versicherung den Fall, da ist ein Projekt abgebrochen worden, da war ich richtig stolz drauf, ein paar Leute waren hässig, aber ich war sehr stolz, weil das war der beste Entscheid und ist so schwierig, diesen zu treffen. Und wenn das alles klappt, dann hätten Sie das dann verdient. Besten Dank.